Liebe Filmfreunde, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Film im Gespräch. Eine Veranstaltungsreihe des Landesbüros Sachsen-Anhalt, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wir befinden uns hier in der Zentrale der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Hiroshima-Straße. Der heutige Film, den wir zeigen, Der Aufenthalt, ein DEFA-Film aus dem Jahr 1983. Dieser Film ist nach einem Roman von Hermann Kant aus dem Jahr 1977. Hermann Kant, Jahrgang 1926, ist 2016 verstorben, hat in diesem Buch eigenes Erleben literarisch verarbeitet. Es ist eine Geschichte mit großem Abstand, zeitlichen Abstand, ein Rückblick. Dieser Roman hat bei Rütten und Löning 11 Auflagen erlebt. Und er hat ebenfalls ist erschienen im Luchterhand Verlag 1979, bei Reklam 1986, im Aufbau Verlag als Taschenbuch 1994 und 2005 sowie eine breite Verbreitung gefunden durch Buchclub 65 1978 und 1986 in der Bibliothek des 20. Jahrhunderts des Deutschen Bücherbundes Stuttgart-München, Herausgeber Walter Jens und Marcel Reich-Ranitzky. Diese Verfilmung, über die gibt es viel zu erzählen. Und wir freuen uns sehr, heute den Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase zu begrüßen. Herzlich willkommen, Wolfgang, der in wenigen Tagen einen Jubiläumsgeburtstag feiert, nämlich den 90. Und das ist uns eine große Ehre, dass er wenige Tage vor seinem Geburtstag sich doch hat durchringen können, heute hier zu sein. Und wir begrüßen ganz herzlich den Hauptdarsteller, der mit diesem Film bekannt geworden ist. Und dieser Film zählt sicherlich zu seinen interessantesten und besten Filmarbeiten, aber er hat sich in die Herzen des Publikums bis heute gespielt. Herzlich willkommen, Silvester Groth. Wir schauen uns jetzt gemeinsam den Film an und im Anschluss, wie wir das immer halten, in Film im Gespräch, werden wir den Hauptdarsteller und den Drehbuchautor zum Film befragen. Jetzt gebe ich das Zeichen, Film ab. Ja, liebe Filmfreunde, wir haben jetzt den DEFA-Spielfilm Der Aufenthalt aus dem Jahr 1983 gesehen, Regie Frank Beyer. Und wir haben die Gelegenheit, jetzt mit Wolfgang Kohlhase und Silvester Groth über diesen Film zu sprechen. Wolfgang, ich habe eingangs gesagt, 1977 kam das Buch von Hermann Kant unter die Massen. Es ist weit verbreitet worden, das habe ich vorhin gesagt, 11 Auflagen allein bei Rütten und Löning. Gesamtdeutsch erschien auch bei Luchterhand, gesamtdeutsch auch wahrgenommen. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, wie es zur Idee kam, den Roman von Hermann Kant zu verfilmen. Hermann Kant war mit mir, als wir ein paar Tage in Warschau waren, in irgendwelchen Angelegenheiten, die nicht wichtig sind, von heute her gesehen. Und wir gingen herum und das war in Warschau,
wo es an vielen Straßenecken kleine Erinnerungsorte gab, Denkmäler, Gedenktafeln. Und wo es nicht gut war, auf der Straße Deutsch zu sprechen, laut. Das war alles noch nicht lange her. Und ohne dass er mich darauf vorbereitet hat, ging Kant mit mir in eine bestimmte Gegend die in Warschau und zeigte mir ein Gefängnis und sagte, da habe ich drin gesessen. Und ich fragte ihn, warum, und er sagte das, was die Ausgangsposition des Films war jetzt. Ja. Er ist verwechselt worden, in etwa so, wie Sie es gesehen haben. Und dann sagte er, er wolle darüber schreiben. Aber er wollte erst darüber schreiben, wenn man dieses Buch zur gleichen Zeit in Deutschland und in Polen drucken kann und wenn man es zur gleichen Zeit in Deutschland und in Polen lesen kann. Und dann fuhren wir noch irgendwo vorbei und dann fuhren wir zurück. Und ich wusste also, es gab diese Situation und es gab diesen Plan bei ihm. Und ich war gespannt, was das werden würde. Und es verging ein paar Jahre. Man müsste nachsehen. Aber ein paar Jahre vergingen und dann hatte er das Buch geschrieben. Und ich hatte ein nüchternes, von dem, was ich wusste, ein lakonisches, hartes, wenn man will, ein Schwarz-Weiß-Buch erwartet. Und stattdessen war es ein gedankenreicher, dialogreicher Roman von 600 Seiten in etwa. Und ich hatte etwas anderes erwartet, aber ich war darauf vorbereitet, dass er dieses Buch geschrieben hatte. Mit all der Artistik, mit der er auch schrieb. Und dann gab es beides. Meine Erinnerung und an einen Bericht von ihm und es gab dieses Buch. Und jetzt kommt Frank Beyer ins Spiel. Ja. Er hatte bestimmte Konflikte in der Kulturlandschaft der DDR hinter sich und er selbst wollte gern wieder in der DEFA arbeiten. Auch die DEFA wollte gerne, dass er dort wieder arbeitete. Und man bot ihm diesen Roman an. Und er las ihn, er dachte darüber nach. Und irgendwann redeten wir darüber. Und er sagte, es fiele ihm schwer, sich das als Film vorzustellen, weil es so reich war an Nuancen, an Reflexionen, an Gedanken, an äußeren, aber auch an inneren Vorgängen. Und er wollte keinen Mehrteiler machen, er wollte nichts fürs Fernsehen machen. Und ich war leichtsinnig in dem Sinne, dass ich sagte, du, ich könnte dir sagen, wie das geht mit ihm. Und entsann mich an meiner Erinnerung. Und bis zu dem Schlusssatz, wo ihr jetzt unerlaubterweise das Kino schon beinahe verlassen habt, das ist sehr wichtig, weil der letzte Satz, sich nicht Leutnant zu entschuldigen. Sagt, die werden nicht erwarten, dass wir uns entschuldigen. Ja. Und dann war, man muss immer überlegen, wie hört ein Film auf? Und als wenn der Deckel eines Buches zuklappt, kommt dann nochmal das Motiv des Anfangs, wo er steht. Das Ganze war der Aufenthalt. Und ich habe, der Roman hatte 600 Seiten und das fing, diese Episode, wo er verwechselt wird, ist ungefähr nach 200 Seiten. Also
ich habe in dem Roman die Novelle gesucht, ja, sozusagen. Also diesen. Und Kant, muss ich sagen, hat seine Besorgnisse für sich behalten und seine Hoffnungen geäußert und hat gesagt, mach das mal. Ja. Mach das mal. Hat also, dir die Freiheit gelassen. Ja, das war, ging jetzt nicht, wer macht. Und also das ist der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Ja. Und wie ich dazu gekommen bin und wie. Und ich glaube, er war dann er war zufrieden mit dem Film. Er war zufrieden, ja, das zufrieden ist ein kleines Wort. Es hat ihm natürlich gefallen und diese Verkürzung auf den Kern der Geschichte war sicherlich ein Einfall, der den Film so hat werden lassen, wie er jetzt ist. Ja. Silvester, Frank Beyer, für ihn war es die erste Arbeit wieder bei der DEFA. Ich hatte auch gelesen, dass du mit Konrad Wolf bei Kurt Hager warst, um Frank Beyer durchzusetzen. Und der Hermann Kant wollte das auch, der hat euch den Rücken gestärkt. Frank Beyer hat also nach dem Verbot von Spur der Stein zum ersten Mal wieder bei der DEFA arbeiten können. Nun lebt der Film von der Hauptfigur. Und Frank Beyer hat sich mal so geäußert, ich weiß nicht, ob du das weißt, denn in den Gesprächen hast du immer gesagt, du wusstest nicht genau, wie er auf dich kam. Er hatte zwei Hauptdarsteller, also sozusagen, oder zwei Schauspieler für den Hauptdarsteller im Auge. Der andere war Ulrich Mühe. Ja. Und er hat gesagt, ich habe mich für Silvester Groth entschieden, weil er jünger war und weil ich ihm auch noch mehr körperliche Spannung zugetraut habe. Nun ist ja so eine Rolle, deine erste große Rolle, eine unglaubliche Herausforderung. Wie bist du das angegangen? Also du liest das Drehbuch, hattest du ein bisschen Angst davor oder nee, warst du sehr selbstbewusst und warst der Meinung, genau das will ich spielen? Selbstbewusst war ich, glaube ich, nicht. Das war einfach, ich habe dieses Drehbuch gelesen von Wolfgang und habe gewusst, das ist ein sensationelles Drehbuch. Ja. Und das ist eine sensationelle Rolle, weil die auch nicht so viel redet. Man muss also nicht so viel Text lernen. Ja. Naja, es ist, der sitzt da und kommt in Situationen und reagiert ja. Und ab und zu sagt er mal was, aber eigentlich ist er quasi der durch diesen Film geht und man geht mit ihm und projiziert die Sachen so rein und sieht, was so außerhalb von ihm passiert. Und er hat dann Reaktionen auf das, was da. Insofern war es auch, sagen wir mal, eine relativ leichte Arbeit, weil es war auch nicht irgendwie jetzt so konzeptionell oder was will ich jetzt mit der Figur oder was soll ich machen von Frank Beyer aus oder so. Wir haben gar nicht viel geredet, weil es stand ja alles im Buch, was passiert. Und was da passiert, ist sehr, sehr spannend und unterschiedlich auf eine ganz tolle Art und Weise. Und insofern bin ich da so reingekommen. Ja, ich war eher naiv und habe mich gefreut, dass ich natürlich die Rolle bekommen habe. Und das waren, glaube ich, mit die schönsten Dreharbeiten meines Lebens. Also das war so, es war so normal, es war so nicht, oh, wir machen jetzt irgendwas ganz Dolles. Oder das wussten wir schon, dass das doll ist, weil wir einfach ein gutes Buch hatten. Das ist ja die Grundlage davon. Und insofern war das, und wir hatten auch sehr viel Zeit, habe ich den Eindruck von heute aus. Also wir hatten unheimlich viele Drehtage, was ja heute ganz schwierig ist. Heute wird ja irgendwie am Stück 10 Minuten gedreht, wo du sagst, da habt ihr sie noch alle? Wie soll denn da irgendwas Sorgfältiges bei rauskommen? Manchmal passiert es durch Zufall. Es geht, aber man sollte das nicht zur Regel machen. Und insofern war ich dann einfach, ich war einfach nur glücklich, als ich vom Produzenten Gerd Ehler das Telegramm bekam, sie haben die Rolle, Glückwunsch. Ja. Und damals schickte man noch Telegramme. Und dann konnte ich den Film auch machen. Ich war ja schon am Theater, glaube ich, in Dresden.
Und die haben mir dann frei. Also ich habe Vorstellungen spielen müssen. Das war ja damals in der DDR so, dass man abends Theater spielte, egal wo, in dem kleinen Land. Und tagsüber hat man gedreht bei der DIFA. Also das war ja alles organisierbar. Ihr habt ja, glaube ich, diese Gefängnisszenen in Zwickau, ne? War das? Das war Zwickau, ne? Ja. In Zwickau. Das war in Zwickau. Das war ein altes, leerstehendes Gefängnis. Wir sind gar nicht so viel gereist. Ja, eigentlich. Wir waren nicht so weit von Dresden. Ne? Ja. Das meiste auf dem DEFA-Gelände, also Gefängnis. Und die Ruine war auch aufgebaut. Ja. Dann sind wir einmal nach Zwickau gefahren. Ja. Hm. In diesen merkwürdigen Knast. Ja. Ja. Nee, Rathenow. Waren wir nicht auch in Rathenow? Nee, ich habe... Rathenow waren wir auch. Da gab es ein altes... Frauengefängnis oder sowas, was nicht mehr in Betrieb war, und da durften wir dann auch drehen. Mm. Rathenow, ja, stimmt. Mm. Nee, das war einfach wirklich ein Zustand damals, zu dem ich gerne wieder zurückkommen würde, als Schauspieler und als Mensch auch. Weil es war das Natürlichste. Und so eine Rolle nochmal spielen können, ne? Ja, die habe ich ja jetzt gespielt, also eine andere, eine andere in der Qualität. Ja. Ich hoffe, der Wolfgang schreibt dran. Wolfgang, der Film hatte schon zu Beginn gewisse Schwierigkeiten, weil das ja gerade in der Zeit war, als in Polen das mit Solidarność begann. Und ein wichtiger Aspekt war ja ursprünglich auch mal, dass ihr was in Polen drehen wolltet und polnische Schauspieler haben wolltet. Und das stand mal eine Zeit lang auf der Kippe. Also ich erinnere es so, irgendwas stand auf der Kippe, aber in einer anderen Reihenfolge. Wir sind nach Warschau gefahren. Wir sind auch an den Ort, an dieses Gefängnis gefahren. Das war in ein aus dem Jahre 1910 ein damals modern gewesenes russisches Gefängnis. Mhm. Denn dieser Teil Polens gehörte zu Russland vor dem Ersten Weltkrieg. Und wir wollten das sehen, und Kant wollte mitkommen, es uns zeigen. Und wir waren auf dem Flugplatz und er kam nicht. Stattdessen kam ein Zettel und da stand drauf: entschuldigt, ich habe alles aufgezeichnet, was ich euch erzählt hätte. Und es waren die Gebäude als Grundrisse aufgezeichnet auf dem Zettel. Und wir waren natürlich verwundert, denn wir waren auch neugierig auf das, was er uns dazu erzählen würde. Und der Galgen war eingezeichnet und der Keller war eingezeichnet, in denen der Kohl geschüttet wird. Und später, und dann machten wir den ganzen Film, kriegten wunderbare Schauspieler. Ich bin immer wieder entzückt, wenn ich sehe, mit welcher Genauigkeit da ein ganzes Land in diesen 6 Menschen wohnt, die Hauptrollen spielen. Und das klappte soweit alles. Und das hatten wir alles. Und dann haben wir besetzt und haben den Film gedreht und jetzt angefangen zu drehen. Und jetzt kommt der Moment, wo man eine Woche lang nicht wissen konnte, können die überhaupt kommen? Das oder meinte ich. Können die nicht kommen, Und werden wir das so produzieren? Weil es war der Ausnahmezustand, der ja dann fast ein Jahr, glaube ich, dauerte. Oder längere und ihr wart Zeit. Glücklich, als sie kamen. Und dann, später habe ich Kant mal nicht gleich, da ich sage, du, wir haben auf dich gewartet und warum bist du denn nicht gekommen an diesem Tag? Und er schwieg und dann sagte er, ich wollte da nie wieder rein. Mhm. Und ich begriff auf eine andere Weise, welchen Platz zwischen Tod und Leben er in der wirklichen Geschichte eingenommen hatte. So, aber dann kamen die Kollegen, die Zusammenarbeit war von gegenseitigem Respekt und gerne macht da Bekanntschaft verbunden. Also das war alles soweit in Ordnung. Und die Schwierigkeiten sind dann eine andere Geschichte. Ja. Und zu der Rolle will ich noch sagen,
die Rolle im Roman. Das ist ein Mann, der überlebt mit Hilfe seiner Beredsamkeit. Das, und diese Zelle mit nicht ungefährlichen Leuten drin ist relativ ein bisschen hilflos gegen einen Mann, der immer genau trifft, was er meint. Also er redet mit der Kraft des Wortes. Und das hätte aber ein Film nicht machen können. Die Prosa kann das auf andere Weise herstellen. Und so entstand als Ausgangspunkt der Gedanke, wenn es nicht ein Mann ist, der sich am Leben erhält und sich verteidigt mit Hilfe der Sprache, die ihm zur Verfügung steht, dann muss es vielleicht ein beinahe stummer Mann sein. Das, darin steckt ein allgemeinerer Gedanke. Sehr oft geht das Gegenteil geht. Was geschrien wird, kann auch geflüstert werden. Was ganz schnell gemacht wird, kann auch langsam gemacht werden. So, der sogenannte goldene Mittelwert ist meist nicht so viel wert. So. Und was du dann so auf diese einprägsame Weise gespielt hast, kann sich ja auf die Handlung verlassen und muss nicht nur durch von innen nach außen transportiert werden, durch das, was der Schauspieler meint, sondern was er tut, drückt seine... Ja, das hat sich ja absolut darauf alles reduziert, einfach nur in der Situation, das ist geschrieben, so, und nur das wird gemacht, weil das reicht aus. Und sobald du was dazu packst, funktioniert eine andere Szene nicht mehr. Das ist ja bei deinen Drehbüchern immer so. Ich habe ja Gott sei Dank mehrere deiner Drehbücher mitverfilmen dürfen, mitspielen dürfen. Und man merkt sofort, dass alles genau an seinem Platz ist. Ja. Und sobald eine Sache verloren geht oder nicht genug Beachtung bekommt, ist das Gleichgewicht dieses Films. Ja. Man merkt es sofort und du kannst nichts dagegen machen. Und sobald du was veränderst, machst du einen neuen Film. Also das funktioniert dann nicht mehr bei seinen Drehbüchern, weil die so konkret und präzise sind, dass das gar nicht geht. Also da, ich habe einen Heidenrespekt davor. Deswegen bin ich auch immer skeptisch bei Schauspielern und sage, nee, das verändern wir dann mal, das machen wir beim Drehen. Und dann, nee, den Satz sage ich jetzt nicht. Also sagen wir, stopp mal, lies doch erst mal, was da steht. Also so dieser fehlende Respekt vor der Arbeit eines Drehbuchautors, der wirklich ein Autor ist, weil er ja nachschöpft. Ja. Also wenn er eine Vorlage hat, also wie bei Kant, ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich zugeben, habe ich nie gemacht. Ich habe mir nur ein Autogramm geholt bei der Premiere von Hermann Kant. Ja, das wollte ich dann doch haben, aber das Buch habe ich dann weggelegt. Weil ich musste es auch nicht lesen oder ich wäre, glaube ich, verzweifelt gewesen als Schauspieler, zu sagen, aber da steht doch das noch und das ist doch ein schöner Satz und die Situation ist doch toll, warum können wir das nicht noch? Nee, das habe ich alles nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, das ist so gut, da kannst du nicht irgendwie, dem kannst du nur dienen, dieser Vorlage. Und das Beste geben, was du hast und wach sein und hoffentlich den Zuschauer zu interessieren für das, was da passiert. Silvester, ich kann mich gut erinnern, es ist jetzt fast 20 Jahre her, als wir Filmgespräch im Kino Toni gemacht haben mit Hermann Kant. Und ich kann mich noch gut erinnern, Das ist das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn da das zweite Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe ihn zur Premiere gesehen und bei dieser Veranstaltung nach 30 Jahren. Und ich kann mich gut erinnern, dass er wirklich diesen Film als etwas sehr Wertvolles und unglaublich Wichtiges empfunden hat. Dass, und du hast es gut erklärt. Du hast sozusagen eine wichtige Szene im Roman in den Mittelpunkt gestellt und das hat er aber total akzeptiert. Er hat gesagt, Wolfgang Kohlhase hat eigentlich das wunderbar getroffen. Ja, das nehme ich an. Das ist ja das Genie von Wolfgang, dass er einfach, du nennst es Novelle, ne? Die er aus dem Buch rausnimmt
und dadurch dem Buch ja treu bleibt. Also ja. Er bleibt ja dem Autor auch treu. Also ja. Er macht ja nicht irgendwas völlig anderes. Die Geschichte ist ja damit erzählt. Er bleibt ja an diesem, an dieser Figur und an dem, und da kann ich mir schon vorstellen, dass der Kant dem sehr, sehr dankbar war, dem Wolfgang, dass er das so kunstvoll gemacht hat. Mich persönlich berührt der Film auch aus dem biografischen Grund, weil ich auch 3 Tage vor meinem 19. Geburtstag verhaftet wurde und im Gefängnis war und den Heiligabend zum 19. Geburtstag auch im Gefängnis, allerdings in Einzelhaft verlebt habe. Und dieses Milieu des Gefangenseins ist in diesem Film wunderbar, wunderbar gespielt. Also das ist fast authentisch. So geht es in einem Gefängnis ab, auch diese Hierarchien, die sich da bilden. Oder wo du einfach mit den Polen zusammen bist, also wo du sozusagen dein Leben riskierst. Und der Herr Eugenisch sagt ja, es ist ja keiner böse, wenn du runterfällst, dann ist der Fall geklärt. Ja, die polnischen Kollegen waren sowieso also traumhaft. Wie bist du da hochgeklettert? Hochgeklettert halt. Also das hast du... Das konnte man an der Seite, das ging wie eine Treppe, ging schon. Ja. Das ging schon. Und oben, aber das sah sehr gefährlich aus. Und oben saß man dann oben drauf, aber mit so einer Sicherung dann hinten noch für den Notfall. Man lebt da ja, also man fiebert da ja richtig mit in diesen Situationen. Ja. Also auch diese Sauerkraut-Szene, die ist ja genial. Ja, ist auch wunderbar fotografiert vom Eberhard Geig. Ja, also das ist muss einfach, man auch sagen. Muss man wirklich sagen, was die sich da haben einfallen lassen. Dass das Kraut immer mehr wächst und so, das ist ja... Aber da hast du mal gesagt, das war eine Szene, die war dir nicht so geheuer, ne? Nee, die war irgendwie seltsam, weil das Kraut ja auch, wir haben da, weiß nicht, eine Woche dran gedreht, also sehr lange. Und dann wurde das Kraut schlecht. Es fing an wirklich zu riechen, es war widerlich. Ja. Und dann musste das Kraut irgendwie ausgewechselt werden und es war sehr anstrengend und kalt, weil das dann natürlich kühl war, im Tonkreuz haben wir das gemacht. Da war das aufgebaut und dann wurde das nach und nach immer so bis zum Schluss dann gedreht. Aber Kohlsuppe esse ich immer noch gerne, schmeckt immer noch gut. Aber du hast jetzt einen Respekt vor Sauerkraut, ne? Ja, ich esse ich auch sehr gerne. Also jetzt, ich wusste dann, wie man das macht, dass man das so mit Salz, und das wusste ich ja alles gar nicht, das habe ich da gelernt. Und mit Freuden exerziert bis zum Schluss, bis es dann zu eng wurde, ein bisschen zu eng. Wolfgang, du hast ja deine ersten Filme mit Gerhard Klein gemacht. Du hast dann mit Konrad Wolf gearbeitet. Und das war dein erster Film mit Frank Beyer. Ja. Und wenn du jetzt mal die Regisseure vergleichst, es sind ja alles große Regisseure, was war das Herausragende? Kabit und Sauerampf hat er gemacht? Nee. Das hast du nicht geschrieben? Nee. Das hätte dir... Hätte Warum hast du das nicht geschrieben? War falsch. Ja. Aber völlig falsch, aber trotzdem ein guter Film. Ja, ja. Ich hätte geschworen, dass das von dir ist. Nein, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, dass wir auch noch mal an Frank Beyer erinnern als Regisseur. Warst du bei dem Film auch so viel dabei wie bei Conny? Ich war bei Wolf, dass den Film begleiten, den man geschrieben hat, mal gucken, wie es wird, war ich am häufigsten bei den Filmen, die ich gemeinsam oder Conny und ich zusammen gemacht haben. Aber Zusammenarbeit mit Regisseuren ist Partnerschaft und ist die Suche nach gegenseitigem Vertrauen, und das entsteht durch Arbeit. Und es ist mit jedem ein bisschen anders. Es gibt Leute, die man stört, wenn man drum steht, weil es sind ja sehr sensible Momente. Ein Schauspieler hat etwas gespielt, sagen wir mal. Er kann so berühmt sein, wie es nur geht. Hinterher richtet er ein suchendes Auge auf einen Menschen. Das ist nach der Verabredung meist der Regisseur. Und er will wissen, wie es war. Und dann möchte er einen Menschen ansehen in der Regel. Und wenn dann noch ein zweiter dabei ist,
und immer einen, den man für wichtig halten muss, weil er das Ganze geschrieben hat, dann entsteht Irritation, dass er will einen sehen. So. Also, das heißt, wenn man mitgeht zum Drehen oder wenn man gebeten wird sogar manchmal, dann muss man wissen, dass man in welche Ecke man sich stellt. Weil der Einzige, der nicht wirklich gebraucht wird, nicht wirklich, tatsächlich, ist der Drehbuchautor beim Drehen. Weil der Mann, weißt du, der die Leiter kurz vor fünf noch an die Wand trägt, den brauchst du, ja. Also ich will sagen, es ist eine Verabredung und ich habe mich versucht, immer um den Weitergang der Sachen zu kümmern. Und mit Conny war sehr offen. Aber es gibt andere Leute, das... Ja, man muss ja auch vielleicht an der Stelle mal sagen, dass du Conny auch viel geholfen hast. Dahingehend, weil Schauspieler, du hast es jetzt erwähnt, du hast jetzt deine Szene gedreht und die Szene ist abgedreht und du guckst runter zum Regisseur und Conny als Regisseur, so beschrieben hast du auch gesagt und haben Schauspieler gesagt, der hat geguckt, hat dann so die Hand vom Mund geschnieft und kein Wort. Und viele sind dann zu dir gekommen und haben gesagt, wie war ich denn oder so. Also da musstest du bei ihm ein bisschen helfen. Das würde ich so nicht sagen. Der war ein scheuer Mensch, so groß und statuarisch. Er war ein sensibler, scheuer Mensch. Er redete den Schauspielern nicht rein. Er sagte, was viele Regisseure sagen beim Kino, die Hauptentscheidung entsteht mit der Besetzung. Du entscheidest dich für einen Menschen und eine Qualität. Ja. Und damit ist schon ganz viel vorher in Stellung gebracht, was dann später im Film realisiert wird. Und ich habe auch gern zugesehen, weil Schauspieler bei der Arbeit, das ist spannend und aufregend. Und ich wollte auch wissen, ob was man sich ausgedacht hat, funktioniert. Nicht jede Szene, die sich gut liest, spielt sich auf gleiche Weise gut. Ihre innere Ordnung muss stimmen, nicht so sehr ihr Kostüm von außen betrachtet. Ja. Der Rhythmus schnell lang. Also wer umgehen kann mit laut, leise, oben, unten, links, rechts, schnell, langsam. Wer davon schon mal gehört hat, dass dies produktive Erfahrungen sind, auch Widersprüche, der weiß was, wie Wirkungen entstehen. Und also kann ich schwer vergleichen, die Kollegen. Frank schrieb sich das gesamte Drehbuch, nicht nur diese, er schrieb sich das mit der Hand in die Schreibmaschine und packte es anschließend weg und guckte es nicht mehr an. Er lernte es auf diese Weise. Hatte ein optisches Gedächtnis. Auswendig, er hatte, dann wusste er, was es ist. Und du brauchst ja auch jeden Tag ein Stück neue Erfindung. Man spielt ja nicht vom Blatt in dem Sinne. Und Gerhard Klein war ein Mann, der am liebsten durch die Kamera inszenierte. Am besten sich dahinter knautschte und sich gestört fühlte, wenn er den Eindruck hatte, hinter ihm steht einer, der denkt sich im selben Moment, denkt er sich die gleichen Dinge aus oder stößt auf dieselben nicht gelösten Probleme. Das irritierte ihn. Der hatte diese so eine etwas monomanische Intensität, wenn man will. Aber das Wichtige ist ja, es bezieht sich ja nicht nur aufs Drehen. Man muss über die Besetzung nachdenken, wenn man dann sich versteht, dass man sich darüber verständigt. Oder man muss in den Schnitt ein bisschen reingucken. Man muss niemand die Arbeit wegnehmen. Aber alle diese Berufe setzen ja markante Punkte in einem fertigen Film. Und so. Manchmal meine ich, verständigt man sich, ist die allererste Verständigung mit einem Regisseur, mit einem Kollegen, ist
dass man ähnliche Filme nicht gut findet. Da das, weiß man, das dass man zusammenpasst. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Ja. Ernsthaft. Ja. So, also, hast du eigentlich, darf ich noch was fragen? Ja. Hast du eigentlich verschiedene Fassungen von dem Drehbuch gemacht? Also von dem letzten schmalen, was ich dann bekommen habe? Gab es da Vorstufen? Wesentliche Vorstufen oder sowas? Nee, ich glaube nicht. Irgendwo habe ich 20 Seiten liegen, so ein genereller Entwurf mit ein paar Grundüberlegungen. Hm. Und dann haben wir es ausgedacht und geschrieben, aber immer in Kontakt. Auch mit Frank zusammen. Auch mit Frank, überhaupt auch mit den anderen. Ja. Also, weißt du, Prosa schreibst du alleine und Drehbücher schreibst du bei der offenen Tür. Aha. Hm. Weil immer kommt einer rein, der Grund hat, reinzukommen. Ja. Sagt dann, wie sieht denn das aus oder so. Ja. Hm. Und dann gibt es auch Szenen, die man dialogisch erfindet, also im Gespräch. Also nicht nur aus der Hand und nicht nur aus dem eigenen Gefühl. Manchmal erzählt man eine Szene und sie funktioniert nicht. Und man erzählt sie ein zweites Mal und sie geht. Man hat gar nicht viel geändert. Man hat einen Ton versetzt oder so. Also aber das ist ja auch eine ungeheure Erfahrung, die du eben auch hattest. Und ich denke mal, das ist ja auch so ein Reifeprozess, dass man dann in späteren Jahren, dass einem das vielleicht doch ein bisschen leichter von der Hand geht. Du, gut ist schwer und nicht so gut ist leichter. Silvester, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu Frank Beyer sagen. Ich kann da gar nicht so viel sagen, weil wir haben auch gar nicht so viel geredet miteinander. Das war einfach, man machte das, was da für den Tag angesagt war und Eberhard sagte, wo ihr steht und was ihr aufnehmen wollt. Obwohl, das stand, glaube ich, sogar auch im Drehbuch drin. Also totale, halbtotale, eine Nahe. Ja. Da stand alles schon drin. Mhm. Also man konnte quasi den ganzen Film lesen. Mhm. Und mit Frank, das war einfach, wir haben nicht viel geredet. Mhm. Das war einfach großes Vertrauen. Also in mich, ich in ihn sowieso, weil das ja ein großer Regisseur war. Und ich dann so als gerade mal Studium fertig ankam und dann diese tolle Rolle gekriegt habe. Ja. Und dann habe ich das gemacht, habe ich das gespielt, wie ich das dachte. Und ab und zu kam mal Wolfgang. Stimmt, du warst nicht sehr oft da. Mhm. Nicht sehr oft. Mhm. Ein paar Mal. Und der erklärte mir dann noch manchmal so ein paar Sachen, dass eine Szene da noch was anderes drunter hat, was ich so nicht gesehen habe. Mhm. Weil das merkte er bei meinem Spiel, dass da irgendwas fehlt. Ja. Und dann gab er mir die Information. Aber das hilft dann natürlich. Das hilft natürlich, das hilft ungemein. Ja. Das ist wunderbar, wenn man mal irgendwie dann doch den anderen Blick mitbekommt. Ja. Weil man hat ja den Blick des Konsumenten drauf. Also ich bin ja dann auch quasi Publikum, wenn ich das Buch lese. Ja. Und er ist ja der Schreiber. Und dann, was da noch für Finessen drin sind, die kriegt man dann im Gespräch raus oder in der Beobachtung oder... Aber großartig sind ja diese Szenen in der Zelle mit den Deutschen. Da hast du ja wunderbare Kollegen. Ja, wahnsinnig. Ja, da stand Fred wirklich Düren, die also Creme ein, der la Creme des deutschen Theaters da vor Klaus mir. Klaus Pionte, Kostümer. Und ich komme da als kleiner Anfänger und denke mir, oh Gott, jetzt hier. Und Düren natürlich, das ist... Unglaublich. Ja. Geht mir jedes Mal so, dass ich denke, Mensch, was konnte man für Filme machen? Ist das nicht eine Besetzung gewesen? Unglaublich. Mit diesen Schauspielern. Bis in die kleinste Rolle hervorragend. Die polnischen Kollegen. Großartige Schauspieler, alles in ihrem Land gewesen. Ja. Also wir haben die besten Leute gekriegt, auch wahrscheinlich durch die Situation, dass die auch raus wollten, Geld verdienen wollten. Ja. Und aus dieser Not, in der sie da waren, mal kurz raustreten und aufatmen. Die waren einfach wunderbar. Mhm. Tolle Leute, wirklich. Wenn wir den, so,
freundlich über den Film reden oder findest, ist nicht. Dann will ich einen Kollegen nennen, der großen Anteil hat an dem Film. Das ist Freddy Hirschmeier, der Architekt. Oh, ja. Der Architekten sind überhaupt als Filmszenenbildner, sind, sind von großer Bedeutung. Und natürlich haben wir darüber gemeinsam nachgedacht. Wie ja überhaupt das Schöne am Film machen ist eine Art von Arbeit in Geselligkeit. So. Aber die Grundidee zum Beispiel, die steht ja nicht im Roman. Die Zelle, in der die Leute sind. Ja. Und ich sage einfach mal, damit man sich vorstellen kann, was sind Kinoerfindungen an dieser Zelle? Die wirkliche Zelle in dem wirklichen Gefängnis, in dem wirklichen Ort, war überfüllt. Das war ein, gehörte in dem Sinne zu der Zeit und zu diesem Typ Gefängnis. Da standen 80 Mann drin. Aber mit 80 Mann kannst du keine Szene machen, weil du kannst dich nicht bewegen in der Szene. Du kannst die Kamera nicht bewegen und du kannst nicht 80 Gesichtern einen Sinn verleihen, den die haben sollen. Das heißt, dann stehen dir Komparsen herum, wenn du jetzt sagst, aber im Leben sind es 80. Also das Erste war, dass man eine sozusagen die Schauspieler herausfand, dass man eine Hierarchie der Schauspieler, wer wird, gut, die Hauptrollen sind klar, aber wer gehört noch dazu? Dann, wenn man mal an die Zelle denkt, wir haben Licht von zwei Seiten. Einmal kommt es durch die Fenster und dann kommt es durch das Gitter von diesem Flur. Von der Seite dann, ja. Von der anderen Seite, genau gegenüber. Damit kannst du, was immer ein Problem ist, wie vergeht Zeit, die einfach weg muss. Aber du kannst sie nicht einfach nicht behaupten, es ist Zeit vergangen. So konnte man von Tag und Nacht springen und es erschien, war absolut glaubhaft. Dann ist das Gitter da. Das Gitter, da brauchst du kein Wort drüber zu verlieren, assoziiert Käfig. Das ist Deutschland im Käfig, was da stattfindet. Dieses geschlagene und zugrunde gerichtete Deutschland, du hast diesen Käfig. Und solche Erfindungen machen einen Film reich und machen die Arbeit überhaupt möglich, die man braucht. Also ich. Und diese Ruine ist auch ein Kunststück, weil nicht nur, dass sie es hergeben muss für die Handlung, sie sollte ja auch nicht umfallen. Also ein stiller Mitarbeiter bei dieser Ruine ist der Arbeitsschutz. Die waren aber alle froh, als du da wieder drunten warst. Nicht? Aber es war schon gesichert. Ja. Also da hätte nichts passiert. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber ich habe mir auch keinen Kopf gemacht. Also das hat mich nicht interessiert, was da so im Hintergrund ablief. Aber es war, die Orte waren tolle Orte, die der Freddy gemacht hat. Ja. Wirklich ganz toll. Wolfgang, du hast ja dieses Thema, das ja im Film jetzt sozusagen vom Ende her, nach dem Krieg, hast du ja mit der Fall Gleiwitz eigentlich den Anfang schon. Auch ein unglaublich sehenswerter Film, kann ich nur allen empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Auch eine Art Kammerspiel mit einem stummen Hauptdarsteller Hilmar Tate, der dann das Opfer wird. Aber das Thema, das Hermann Kant in seinem Roman aufgegriffen hat, das ist ja doch ein Thema gewesen, was in den 70er, Anfang 80er Jahren, du hast es vorhin erwähnt, da waren noch viele offene Wunden, gerade auf polnischer Seite, viele, viele Vorbehalte den Deutschen gegenüber, obwohl man sozusagen ein Brudervolk war, war das doch nicht wirklich aufgearbeitet. Und das hat diesem Film dann, als er fertig war,
irgendwie geschadet, denn darauf wollen wir ja zu sprechen kommen. Der Film war eingeladen zur Berlinale und er wurde eigentlich schon als Geheimfavorit gehandelt und Silvester hätte vielleicht in so hätte, könnte, wollte, ja, silbernen Bären. Ja. Nee, der Vorgang war einfach einer, den ich auch nicht verstanden habe, der, ja, wo sich Politik in die Kunst mischt und das ist... Ist dann, ja. Erzähl uns das doch mal. Kann ich das erzählen? Also, mal mitten reingesprungen. Ich hätte noch was anderes mit dem Thema Gleiwitz, ist wieder etwas anderes. Ja, ja. Aber noch zwei Worte zu meiner Lage beim Schreiben. Ich habe eigentlich immer zwei Themen gehabt. Das eine war der Krieg. Mit allem, was dieser Krieg bewirkt hat, als Hintergrund meiner Kindheit, als die Lebenszeit meiner Eltern, in die ich, man sucht sich seine Eltern nicht aus, man sucht sich seine Zeit nicht aus und man sucht sich sein Land nicht aus. Und wenn man das bemerkt hat, dann bemerkt man, dass da dann immer noch ein bisschen Platz bleibt, keine große, aber eine kleine Freiheit, in der man sich bewegt nach seinen Bedürfnissen, nach seinen Möglichkeiten, so. Nur ganz allgemein. Deswegen, meine Filme haben insofern viel mit der Vergangenheit zu tun. Und ein anderes Thema, und das ist zum Filmemachen nicht der schlechteste Ausgangspunkt, geh aus deiner Haustür und guck dich um. Ja. So, also der Alltag. Der Alltag. So, jetzt zu der Geschichte. Wir hatten den Film fertig. Die Arbeit hat allen Leuten Spaß gemacht, auch unseren Kollegen, die aus Polen gekommen waren und was man ja auch sieht. Und wir wollten, der Film war angenommen bei der Berlinale, nicht nur eingeladen, er war nominiert und angenommen. Und wir wollten zur Premiere einladen, das ist einfach, war Usus im Gewinn, den polnischen Botschafter. Und wenn der polnische Botschafter zu einer Filmpremiere geht, so wie es mit jedem Botschafter ist, dann geht er da nicht hin, wenn er nicht weiß, was ihn erwartet. Also er lässt einen Mitarbeiter den Film vorher schon mal angucken. Auch alles normal. So, er schickte also seinen Militärattaché. Und jetzt, mal vom Ausnahmezustand abgesehen, ja, du hast es eben erwähnt, der Krieg im Osten war ein anderer Krieg als der Krieg im Westen. Er wurde nach anderen Regeln, nach mörderischen Regeln. Das hören wir ja im geführt. Film auch. Ja. Das zeigt ja der Film auch. So, ja. So, und jetzt stell dir, jetzt ging der Militärattaché dahin und sah, ich versetze mich in seine Lage und sah, da wird ein durchaus sympathischer und meinem Gefühl nach wahrscheinlich doch schuldloser Mensch, ein Deutscher, sehr eigentlich misshandelt von den Polen. Und der Militärattaché reagierte ja nicht als Filmkritiker, sondern er sagte, das ist ja prima, dann wissen wir endlich, wie das gewesen ist. Nicht, also wir waren die Bösen. Ja? Also es gefiel ihm nicht, es kränkte ihn. Und er ging irgendwann, glaube ich, nach 35 Minuten weg. Und jetzt machte sich die Meldung, und jetzt kommen wir auf den Ausnahmezustand. Polen war in einer komplizierten Situation, ganz Europa war in einer komplizierten Situation. Und so ging die Meldung, stelle ich mir vor, nach Warschau. Und von Warschau ging es, da kreiste sich ein paar Mal und dann sagt, da geht ausgerechnet jetzt vor Polen in schwer zu durchschauenden Schwierigkeiten steckt, machen die da in der Berlinale, in einem Festival, einen solchen Film. Das
ist doch sehr unfreundlich oder in politisch nicht wünschenswert. Kannst du so? Also man kann, hoffe ich, so ungefähr mitdenken, wie es in, so. Er hatte den Bericht und dann kam abgeliefert, dann kam irgendwann zu unserer maßlosen Überraschung und ohne Vorankündigung kam der Wunsch, diesen Film nicht zu zeigen auf der Berlinale und diese Nominierung damit rückgängig zu machen. Jahre später haben wir dann erfahren, nicht erfahren, sondern haben die Leute getroffen, die auf der polnischen Seite damit zu tun hatten. Es hatte niemand diesen Film jemals nochmal gesehen, sondern der hatte seine Markierung und wurde also niemand machte sich die Mühe. Jetzt liefen wir machten uns die Mühe und Frank schrieb an den polnischen Botschafter, ich schrieb zwei Briefe, Kant schrieb, jeder setzte sich in Bewegung und sagte, sehen Sie doch den Film an, Sie können ihm ja nicht eine Wirkung unterstellen, die er vielleicht gar nicht hat, also eine polenfeindliche Wirkung. Ein großer Briefverkehr, aber der wichtigste Brief kam, nehme ich an, zuletzt, und ging von Chef an Chef und hatte die Logik, die es in der Politik wahrscheinlich doch gibt. Wenn ich deine Briefe lesen soll, musst du meine Briefe lesen, sonst gehen die ganzen Verabredungen nicht. Ja. Und ich weiß, dass Leute, und den Ausnahmezustand muss man sich so vorstellen, das war wirklich einer. Die Ministerien waren nicht mehr besetzt. Also bis zum Kulturminister der DDR hat die Welle noch funktioniert, von uns im eigenen Haus bis dort. Aber sie haben die Anfrage, was ist denn mit dem Film los, sind sie schon nicht mehr losgeworden. Da ging keiner ans Telefon in Warschau. Aber jetzt kann man sagen, naja, da sieht man mal, die Leute haben viel falsch gemacht. Das ist ein Untergesichtspunkt. Es ging um natürlich, der Ausnahmezustand musst du nur noch wissen, wer hat ihn gewährleistet? Die Armee. Polen war in einer großen Krise. Was war ihnen geblieben? Die Armee. Diese Armee, die so viele tragische Kriege verloren hat, gegen die Deutschen und gegen die Russen. Dieses 200 Jahre lang immer geteilte Land. Also man muss sich ein bisschen hineindenken, dann versteht man, wie so eine Situation zustande kommt. Und so zogen wir den Film zurück und zeigten ihn im International für die Festivalpresse. Also es war nicht so, dass irgendjemand hier den Film nicht zeigen wollte. Und dann fuhren wir mit dem Film nach Venedig aufs Festival. Hatten wir auch eine Einladung und das ging dann alles wieder. Nur der richtige Ort für diesen Film wäre die Berlinale gewesen. Weil Venedig zeigt anderes Kino. Da kommt eine... Also es war sozusagen bedauerlich und nicht zu ändern. Und es gibt auch, also ich traf dann noch, nur als Pointe, traf ich den polnischen Militärattaché, der in West-Berlin war, ein anderer Militärattaché als in der DDR. Und der kam und sagte, ist ja schade. Und der kannte den Film auch nicht. Sagt er so ein... Schade, so ein Ärger eigentlich. Also er wollte nur ein gutes Wort loswerden. Ich sage dann, Ihr Kollege hat da einen Anteil und so weiter. Und er sagte, er hat es gesagt, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ich weiß nicht, er sagte, den kenne ich doch, der kann gar nicht Deutsch. Also möglicherweise hat der, was jetzt im Sinne der Tendenz des Films dort geredet wurde, auch nicht ganz genau verstanden.
Aber ja, und er hat die Militäruniformen gesehen, die auch so ähnlich waren. Das war ja auch so ein Punkt. Das wird immer komplizierter. Es gab in Polen war bis 1948 Bürgerkrieg nach dem Kriegsende. Als Folge der Bürgerkrieg war die Verlängerung der Widerstandsbewegung. Es gab die in London politisch beheimatete Widerstand, die Armia Krajowa und es gab die Armia Ludowa, das war die zur sowjetischen Armee gehörte. Und als der Krieg ausbrach, standen aber diese beiden polnischen Armeen nicht Schulter an Schulter, sondern Front gegen Front. Das alles hat nun diesen Film mit berührt und wir haben uns eigentlich, kann man sich doch denken, wir waren darüber nicht froh, aber wir haben nun auch nicht gesagt, in Zukunft machen wir keine Filme mehr oder Gott sei Dank. Oder schwierige Dinge führen zu schwierigen anderen Dingen. So. Ja. Aber das Schöne, Wolfgang und Silvester, ist ja, trotz aller Schwierigkeiten, wir kennen ja auch noch andere Verbotsfilme wie Sonnensucher oder die Plenumsfilme, wir können sie ja heute sehen. Ja? Und ich meine, der Aufenthalt hat ja auch ein großes Publikum. Also der hat in der DDR, ist ja viel gesehen worden und sehr positiv auf. Also ich habe ihn ja damals auch gesehen, weiß, meine Freunde waren begeistert von dem Film. Es war also einfach ein ganz besonderer Film. Ja. Ja, es ist auch eine von allen Beteiligten, so angefangen mit Kants Lebensweg und dann über seine Prosa, über diesen Roman. Von allen Beteiligten, glaube ich, gut, alle sagen auch Freundliches zum Drehbuch, kann man auch sagen, das ist ein gut wird dem Film gerecht und alle Beteiligten haben, finde ich, bei diesem Film eine glänzende Arbeit. Das ist wirklich etwas, an dem man, wenn man reden wollte, was unterscheidet ein Buch, was ist Lesen im Gegensatz zu Film sehen? Oder wenn man über Unterschiede reden wollte, über kleine und große Erfindungen, die ein Film braucht, immer brauchbar als Beispiel dieser Film. Es ist sicher etwas. Fast wie ein Lehrfilm, könnte man sagen. Ja. Für Filmstudenten. Man kann ihnen zeigen, er ist haltbar. Ja. Denke ich. Silvester, du hast dieses wirklich große Glück gehabt, diese Rolle spielen zu dürfen. Du hast sie wunderbar gespielt. Wie war es für dich, als du, ich meine, ein Filmschauspieler dreht ja immer. Und am Ende, wenn der Film fertig ist, sieht man erstmal, was daraus geworden ist. Wie war das für dich? Wie kannst du dich erinnern, als du den Film gesehen hast? Und was hat der Film mit dir gemacht, auch was deine schauspielerische weitere Karriere anging? Boah, das ist schwer zu sagen. Ich habe das gar nicht so realisiert, dass das so, so eine schöne Wirkung hat auf die Menschen. Ich war stolz, weil ich dachte, ja, das ist irgendwie in Ordnung, was ich da gemacht habe. Und bewege mich in einem Umfeld, was mir in meinem Leben wirklich ganz selten begegnen wird wieder. Weil alle Gewerke, also und Regie, Drehbuch, Freddy Hirschmeier, die Maske, alle. Günter Fischer, die Musik gemacht, ja. Eberhard das war alles Geig nochmal, das ist also grandios. Alles top, ja, alles top. Also besser kann man es nicht haben. Ja, ja, also was soll mir dann noch im Leben begegnen? Ja. Noch ein paar Sachen sind mir schon noch begegnet, dann irgendwie, die auch irgendwie ganz exzeptionell waren. Aber sicher hat mir der Film sehr geholfen, auch was Wolfgang sagte, dass der während der Berlinale im international lief, also im Kino in Berlin. Und die ganzen Kritiker haben den gesehen. Also die kannten mich dann schon, als ich ja dann das Land irgendwann verlassen habe. Hat es mir ein bisschen geholfen, sagen wir mal so. Ja. Aber
schade fand ich es eben doch, dass das so einen Knick gekriegt hat, also dieser Film so einen Knick gekriegt hat, weil er hätte was viel Besseres verdient. Ja. Also das war irgendwie ungut, aber ja, ich habe immer Schwierigkeiten mit den Polen, seltsam. Obwohl meine Familie daherkommt, meine Mutter kommt daher, aber bei Väter und Mütter war das so, deshalb vielleicht immer auch so war das irgendwas mit, dass die Polen was nicht mochten. Irgendwie, die sind ja sehr eigen und die immer dazwischenhauen und irgendwie... Das begleitet mich so mein Leben lang. Also aber ging dir das Polnische vielleicht deshalb auch so gut von der Zunge? Oh ja, das ist doch auch hingestokelt. Am besten macht das Düren. Ja. Düren macht das wunderbar. Wie der da so... So, fertig. Ja. Das ist doch wunderbar, wie der das macht. Ja. Nee, naja, so, nee, so richtig irgendwie mit dem Polnischen habe ich es mit der Sprache nicht so. Aber ich glaube schon, ich konnte, dass ich daherkomme irgendwie. Auch, ja. Ja. Das ist schon, das prägt schon irgendwie. Wolfgang, eine Frage hätte ich an dich. Ist mir heute eigentlich erst aufgefallen. 1980 war Solo Sunny. Eberhard Geig, Kamera, Günter Fischer, Musik. Waren das Vorschläge von dir oder hat das Frank bestimmt? Nö, ich glaube, wir haben die Kollegen angesprochen und gefragt, die wir am liebsten gehabt hätten, weil man sich kannte oder weil man auf eine besondere Qualität aus war. Ich kann mich nicht, es war nicht einer, wir haben drüber geredet. Oder, Aber es war auch, da schließt sich der Kreis wieder, als wir drehten, während der Dreharbeiten ist der Konrad Wolf gestorben. Und das habe ich noch nie erlebt, dass irgendwie morgens ging die Tür, das Tor auf da vom Kreuz und der Herbert Ehler, der Produzent, kam mit einem Tablett rein, voller Schnäpsen, weinend und sagte, Conny ist gestorben. Und schlagartig war wirklich eine Stimmung da, die, wo ich merkte, wow, ist das eine Familie hier. Das ist ja, die gehören alle irgendwie zusammen. Die verbindet etwas, was darüber. Ich konnte das nur beobachten, weil ich den Konrad Wolf leider nie kennengelernt habe. Ich wusste natürlich, wer das ist und dass das ein großartiger Regisseur ist und ein ganz wichtiger war für die DEFA und kannte auch eure Filme. Aber so ein Moment, dass, wo so was passiert, was schwer beschreibbar ist, dass so ein Herz aufgeht in diesem Studio, weil jemand weg ist, der ganz wichtig war. Ja. Das bekam man einfach mit. Und dann wurde erst mal getrunken. Aber so müssen wir jetzt nicht enden hier. Ja. Aber das war so bemerkenswert einfach, auch was die DEFA ausmachte, weil alle mit allen schon mal gearbeitet haben oder was zu tun hatten. Und Eberhard hat mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass er das auch machen wollte, also Aufenthalt machen wollte und auch, glaube ich, den Kontakt gesucht hat. Ja. Weil er eben auch ein ganz toller Kameramann ist. Wolfgang, zum Ende, in wenigen Tagen hast du deinen runden Geburtstag. Du bist du 70. Du hast... Zweimal, das glaube ich nicht. Ja, Wolfgang, du hast von 1952 an als Autor Filme geschrieben und mit so großartigen Regisseuren gearbeitet. Wie hast du das geschafft? Also ja, bis in die Jetztzeit immer noch produktiv zu sein. Verrat uns bitte dein Geheimnis. Ist das Emmy? Was? Nee, ich denke nach. Das ist eine Frage, die braucht man Zeit. Du, nimm mal das Mikro. Prinzip, weißt du, ich habe... Du musst das Mikro. Ins Mikro. Ach so, ja. Du, ich habe... Von allen anderen Umständen, die ich jetzt nicht genau weiß, mal abgesehen, ich habe wirklich sehr oft Glück gehabt. Oder ich habe, man kann auch sagen, ich bin auf einem
in einem glücklichen Augenblick in die Welt gesetzt worden. Weil alles, was ich später gemacht habe, hat zu tun und wäre nicht denkbar und nicht vorstellbar, wenn nicht der am 23. April 1945 vor meiner Haustür der Krieg geendet wäre. Und wenig später fing ich an, darüber nachzudenken, ob es nicht richtig war, dass der Krieg dort endete, ob das nicht etwas bedeutete. Und es begann eine Zeit, die ich im Nachhinein als großes Abenteuer erinnere. Türen standen offen, wenn man klopfte. Das ist ja inzwischen eine stehende Redensart, was war an der DDR das Beste? Und Leute sagen, ihr Anfang. So blank stimmt das vielleicht gar nicht, wenn man in ihre eigenen Verschwiegenheiten, in ihre Vorgeschichten blickt, in die Verluste, die sie sich selbst zugefügt hat, dann stimmt das nicht simpel. Aber wiederum viele, die alt genug waren und jung genug waren, so wie ich damals, fanden an dieser Kreuzung von Pubertät und Weltgeschichte einen guten Weg, den man gehen konnte. Und dann Glück ist eine, gerade beim Filmemachen, ist eine Kategorie, die beinahe wie eine Regel ist. Es kann so viel schiefgehen bei einem Film, was man sich anders gedacht hätte oder besser. Glück ist, wenn Leute mit einem guten Gefühl füreinander und mit ein paar sinnvollen Gedanken eine Sache betreiben, die es verdient. Sagen wir mal so. Ja. Wolfgang, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir wünschen dir weiterhin Gesundheit und weiterhin diese geistige Wachheit und Kreativität. Silvester, ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg bei deiner künstlerischen Arbeit. Auch viel Glück. Bleibt gesund, ihr beiden. Und nochmal herzlichen Dank für diesen großartigen Film. Liebe Filmfreunde, das war unser Gespräch zu Der Aufenthalt. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Sachsen-Anhalt, dass Sie wieder dabei waren. Und Sie können sich dieses Gespräch auch in knapp vielleicht einer Woche dann auf dem Medienport, auf der Homepage des Landesbüros Sachsen-Anhalt auf der Homepage der Friedrich-Ebert-Stiftung anschauen. Und da sind auch noch viele andere Filmgespräche, die wir in den letzten Wochen, Monaten geführt haben, zu sehen. Also alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dank an die Technik und Dank an die Unterstützer, DEFA-Stiftung und Eisstorm, die uns den Film zur Verfügung gestellt haben. Auf Wiedersehen.